Mein Name ist Daniel Zwick. Gemeinsam mit meiner Schwester Julia Zwick-Oppermann führen wir das Pflege- und Beratungszentrum Zwick aus Back der Heide. Wir machen die klassische ambulante Versorgung. Wir haben Hauswirtschaft und Betreuungsteam, 3 Demenzwohngemeinschaften, die wir betreuen, und darüber hinaus sind wir noch ein SAPV-Team. Ich kann mich noch sehr gut an den Anschluss an die Telematik-Infrastruktur erinnern. Es waren 6 Techniker bei mir auf dem Laptop drauf, die sich um den Anschluss gekümmert haben. Und nach gut 2 Stunden haben wir die erste Nachricht via KIM versenden können. Die Nutzung der KIM kann ganz viele Ressourcen freigeben. Hier möchte ich gerne ein Beispiel nennen, dass wir aktuell einen Pflegebericht ausdrucken und ihn per Fax an den Arzt senden. Und dies kann in Zukunft einfach in elektronischer Form geschehen. Ich erhoffe mir von der Digitalisierung im Gesundheitssystem, dass wir auch automatisierte Prozesse generieren können, wie zum Beispiel das Aufnehmen von Vitalwerten über eine Smartwatch bei Kunden, die gleich an den Pflegedienst oder an den Arzt übermittelt werden und wir daraus Gesundheitsdaten ablesen können und Rückschlüsse ziehen können, wie zum Beispiel ein erhöhter Pulsschlag, der plötzlich eintritt.